So, Freunde, da sind wir auch wieder zurück bei Let's Play Minecraft mit mir, dem Lufo. Und ja, neue Aufnahmesession. Wir werden jetzt hier weiter an unserer Guardian Farm ausgraben und ich habe Neuigkeiten. Und zwar habe ich heute meinen ersten Patreon bekommen, und zwar die Natiana. Hat bei Patreon eine Patronage hinterlassen. Bin ich sehr dankbar für. Das ist echt krass, dass jemand sich dazu entschlossen hat, mir sozusagen beizustehen. Also vielen Dank dir, Natiana. Und ich werde natürlich auch dann einen Mob nach dir benennen, wenn du das möchtest. Ich weiß natürlich nicht, welchen Mob und ob du einen Villager willst oder einen Zombie oder was, keine Ahnung. Das kannst du dir aussuchen. Ja, wie gesagt, ich bin geflasht, weil ich habe das Patreon gemacht. Eigentlich habe ich gedacht, das brauche ich nicht, weil ich habe schon öfter Fragen bekommen, wo man spenden kann und was weiß ich, aber es ist noch nie was passiert. Deswegen habe ich halt irgendwie gedacht, ja, muss ich sowieso nicht machen. Juckt am Ende sowieso keinen, aber es gibt scheinbar doch Leute, die das echt juckt. Finde ich auf jeden Fall interessant. Und sehr freundlich. Das ist auf jeden Fall schön, weil es einen Schritt näher an einen Schritt näher, nicht Selbstständigkeit, aber ihr versteht, was ich meine. Ich kann damit die Videos verbessern. Ich kann vielleicht dementsprechend irgendwann Livestreams machen. Ich kann vielleicht irgendwann damit einen Minecraft-Server kaufen oder mieten, mit dem man, wo man mit den Patreons zusammen dann spielen kann oder ähnliches. Wird auf jeden Fall cool, finde ich. Und ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal dir und ja. Sowas freut einen immer sehr. So. Vor allem, das zeigt auch irgendwie nochmal extra, dass es Leute gibt, die einen halt auch mehr unterstützen wollen als nur gucken. Wobei nur gucken auch schon eine Riesenunterstützung ist. Das zeigt natürlich auch irgendwo, dass man was macht, was die Leute sehen wollen. Und das ist auch endgeil. Vor allem, wenn ich mir mal überlege, dass mein Kanal mittlerweile über 120.000 Aufrufe hat. Oh Gott, war da was? Ne. Ich habe jetzt hier übelst Para, dass hier wieder ein Creeper kommt. Das ist extrem krass, finde ich. Wenn ich überlege, dass so viele Leute meinen Kram schon mal gesehen haben. Ich höre hier die ganze Zeit irgendwas. Vielleicht sollte ich auch mal eine neue Hacke gerade mal besorgen. So. So. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt. Vielen Dank dir. Und ja, du wirst auf jeden Fall nicht vergessen. Und wie gesagt, melde dich gerne. Ich habe gefragt, was du für einen Mob haben willst, aber du hast, glaube ich, nicht, zumindest zum jetzigen Stand, nicht geantwortet. Ich frage auch nochmal, wenn du weiterhin nicht antwortest. Und ja. Wie gesagt, vor allem, weil du der Erste bist, solltest du auch, oder die Erste besser gesagt, solltest du auch extra verewigt werden nochmal. Der erste Schritt ist immer das Schwerste. So. So, ich muss hier echt aufpassen mit dem Sand, dass ich hier nicht aus Versehen was abbaue, was in der Nähe von dem Sand ist. Wenn der Sand ein Update kassiert, dann ist alles weg. Und das will ich gerne vermeiden. Man kann einen Schluck trinken, irgendwie habe ich schon wieder so einen trockenen Hals hier. So. Ich werde jetzt erstmal die obere Ebene hier ausgraben, soweit denke ich, dass wir einigermaßen einen Überblick haben, wie groß das ganze Ding hier am Ende werden muss. Ich habe auch überlegt, ob ich mir vielleicht noch ein zweites Beacon oder sowas besorge, aber ja, das würde auch so ewig lange dauern. Wobei, wo sind wir hier gerade? Bei welcher Koordinate? Wir müssen facing east. Wenn ich hier mal auf das Ding gucke, east 1106. Das heißt, wir müssen noch knapp 50 Blöcke in die Richtung. Oh Gott, okay. Ja, wenn man sich mal überlegt, wie riesig groß das hier ist. Wir graben hier 256 mal 256 Blöcke aus. Das wird so riesig groß werden.
Das ist nicht mehr schön. Scheiße. So. Da, 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 da. So. Wobei, ich mache jetzt gerade mal hier wieder Fackelrun. Da, 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 da. Ich höre irgendwo einen Zombie wieder. Vielleicht reicht es auch, wenn ich eine Ebene ausgrabe, dass wir alle Höhle finden. Alle Höhle finden. Alle Höhlen finden, aber ich glaube es irgendwie nicht. Guck mal, da vorne ist einer gespawnt, wo auch immer der herkommt. Hier sollte eigentlich nicht wirklich was sein, wo man spawnen kann, oder? Wo bist du gespawnt? Hier? Idiot. Alter, hier ist ja voll die Ansammlung. Naja. Wir sind fast wieder vollgelaufen. Huch, mein Handy ist auch noch offensichtlich auf Ton. Mal ganz kurz ausmachen gerade. Moment. So. Ich höre doch irgendwo ein Skelett oder sowas. Hier irgendwo ist eine Höhle unten drunter, ne? Ich höre irgendwas hier. Irgendwas höre ich. Da, 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 da. Oha. Sieh meine an. Ich höre doch hier. Okay. Das ist natürlich jetzt auch problematisch hier dann im Endeffekt, weil ich da natürlich dann nicht weiter graben kann. Auf der anderen Seite, da wo Wasser ist, ist keine, ist kein Spawnplatz. Falsches Loch wieder hier. So. Scheint ja schon schneller zu laufen irgendwie, aber ich weiß nicht, ob das Einbildung ist. Fühlt sich gerade ein bisschen wie Einbildung an, ne? Warum habe ich das gerade gemacht? Keine Ahnung. Ich habe da schon ewig nicht gegessen. Ich sag jetzt auch den Namen nicht. Wegen Copyright. Ne, das ist eh witzig. Ich hab gedacht, bei so kleinen YouTubern und so weiter gibt es eh nichts mit Copyright. Aber ich wurde... Ich habe mal vor einer Zeit Far Cry 5 gespielt und da wurde ein Video nicht gecopyright-striked, aber geclaimed, dass Ubisoft irgendwie das Video geclaimed hat und hat gesagt, ja, jetzt kriegen wir alle nicht existierenden Werbeeinnahmen von dir. Ich dachte, ja toll, das bringt euch auch nichts, aber okay. Warum auch immer man das macht, ist mir ein Rätsel. Das hier geht echt ziemlich weit runter, ne? Ist das, geht es hier unten in diese Spalte rein? Guck mal, da ist noch eine Höhle. Hm. Geh mal wieder raus, bevor irgendwas passiert. Ja, wie gesagt, ne? Ubisoft will mein Geld klauen, was ich nicht bekomme.
Fand ich auf jeden Fall irgendwie witzig, weil... Hä? Keine Ahnung. Was will man machen? Was will man machen? So. Zzt. Vor allem bei sowas mit diesen Copyright-Dingern denke ich mir dann halt auch immer, auch wenn ich nur so klein bin, ja, die, keine Ahnung, 60, 70, 100 Views, die ich reinziehe, sind trotzdem vielleicht potenziell 100 Leute, die das Spiel noch nicht kannten, die euch dann flöten gehen, weil ich dann vielleicht aufhöre, das aufzunehmen oder irgendwas. Was ich ja auch dann irgendwann hab, weil ich nicht, keine Ahnung, das Spiel hat mir erstens nicht wirklich viel Spaß gemacht und zweitens hat es nicht wirklich jemand geguckt, von daher habe ich ehrlich gesagt dann einfach drauf gekackt am Ende. Hey, hier kommt echt ganz gut was durch mittlerweile, ne? Aber dann verstehe ich nicht ganz, vielleicht weil ich da hinten gestanden habe oder was. Weil ich glaube, ich bin zu nah dran. 24 Blöcke weit weg muss man sein. Ich habe nochmal nachgeguckt. So. Da. Jetzt kommt auf einmal nichts mehr hier, oder wie? Also wenn ich mich jetzt hier unten hinstelle, kommt dann auch nichts? Also die sind ja noch da oben. Aber spawnen da neue? Weil da ist ja die Spawning-Ebene hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ich bin hier looking at 39 und ich stehe auf... 25. Ja, das sind keine 24 Blöcke bis zur Spawning-Ebene. Also sollte eigentlich nichts spawnen können gerade. Aber es scheint trotzdem... Aber die können vielleicht dann oben spawnen, aber nicht unten. Was natürlich irgendwie dezent ungeil ist für mich, aber... Wie gesagt, vielleicht muss ich dann einfach irgendwas machen, dass die, dass sie in Wasser gefangen werden oder irgendwas in die Richtung und dann von dem Wasser aus nach unten fallen, 34 Blöcke. Und wo kommt der Herz her? Kannst du mir das verraten, wo du herkommst? Ich würde es gerne echt mal wissen, wo der herkommt. So. Brrt, brrt. Oh. Hä, wo soll das denn hier? Wo soll denn hier jemand sein? Oh, hier sind welche. Aber keine mit einem Trident. Und hier auch keine mit einem Trident. Die nehmen natürlich hier ganz schön viel Spawning-Plätze weg dann. Vielleicht muss ich das auch noch ausleuchten hier unter Wasser.
Ist das ein Pufferfisch? Naja. Da ist gerade... Die fallen hier trotzdem durch, auch wenn ich nicht... Hm. Ich verstehe es gerade nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Hey, Buddy. Hm. Naja. Wo ist hier nochmal das Loch, wo ich hergekommen bin? Hier? Ja. Da vorne können echt irgendwie Viecher spawnen, ne? Ich weiß nicht wo, aber irgendwo können sie spawnen. Hier vielleicht, hä? Light Level 8. Da war eins mit 7. Wo war die 7? Ach, egal. Ist ja egal, so. Weitere Ausgrabung. So, irgendwann landet man hier wahrscheinlich dann auch im Meer. Oh, ich bin wieder vollgelaufen hier mit Scheiße. Naja, dann müssen wir die Kacke mal ausleeren gehen gerade. So. Gut. Das, was ich auch mal gerade machen könnte. Boah, ich sollte vielleicht erstmal gerade... So, ja. Gut. Langsam läuft's doch hier mit der Farm. Alter, ist das ein nerviges Geräusch. Bum, 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 bum. Okay, wir müssen hier bei Facing East. Okay, wir müssen auf 1106. Ich mach mal gerade hier einen kleinen Tunnel bis 1106, dass wir wissen, wie weit wir müssen. 1106. Okay, ich muss mal gerade Lied tauschen. Okay, bis hierhin müssen wir. Na, das kann ja was werden. Und dann, huch, und dann von hier aus müssen wir nach... Ich mache hier mal das Gleiche gerade. Facing North. Und bei North muss ich zu 2448. 2448. Ach du Scheiße, okay.
Eins hoch, ne? So. So. 2, 4, 4, 8. Nein, Beacon. 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 2, 4, 4, 8. 2, 2, 4, 4, 8. Komm schon. Da sind wir auf 2, 4, 4, 8. Da kriegt man erstmal so einen Plan, wie riesig groß das ganze Ding hier werden muss am Ende. Das werde ich wahrscheinlich jetzt nicht alles in einer Sitzung machen, nehme ich an. So. Und dann hier müssen wir bis Facing West. 1362. 1362. Okay, Moment. Gerade das Beacon aufladen. Danke. 3162. Nein, 1362 so rum. Oh Gott, hi. Oh. Wir sind schon da. Okay, da haben wir das. Ja, wie gesagt, ich werde dann eh komplett alles aushöhlen, von daher. So. Was haben die? Oh, 23 Minuten. Okay, wir machen noch hier auf der Seite den Tunnel, dass wir wissen, wie weit wir müssen. Und dann war es das von dieser Folge. Ich glaube, ich werde heute auch nur diese eine Folge aufnehmen können, leider. So, wir gucken hier in Richtung South. Das heißt 2190. Oh, ich habe schon keinen Beacon mehr. Krass. Ah. Okay, das Stückchen können wir auch von Hand ausgraben dann noch. Oh, ich höre hier einen Zombie. 2190. Okay. Wow. Junge. Holy shit. Okay. Ich sollte es vielleicht noch aufleuchten hier, bevor hier irgendwas spawnt. Aufleuchten? Ausleuchten wohl eher. So.
Gut, Freunde, ich denke, das war's von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich beende die Session an der Stelle leider auch schon. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dir hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal. Huch, tschüss. Ey, wieso? Geh weg. Tschüss.